Ja, wir haben natürlich gehen mit dem Ziel dahin, dass wir dort Punkte holen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass uns dort weiterhin so eine gute Leistung gelingt wie in den letzten Wochen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir dort auch ein gutes Spiel machen und hoffentlich auch Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, ich hoffe, es fällt natürlich. Das wird auch bedeuten, dass wir dort treffen. Und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ich das tausendste Tor machen dürfte. Und ja, also mal schauen, wer es macht. Also ist, denke ich, alles offen. Und wichtiger ist aber, dass wir das ein erfolgreiches Spiel dort machen mit einem guten Ergebnis. Und dann schauen wir mal, wer das tausendste Tor macht. Ja, ich habe sehr schöne Erinnerungen an Frankfurt. Es waren 2 schöne Jahre dort für mich und ich freue mich auch wieder zurückzukehren. Ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt, was dort passiert ist und der Verein hat sich wirklich sehr gut etabliert in der zweiten Liga und das freut mich auch für den Verein. Und wie gesagt, ich habe sehr schöne Erinnerungen. Ich habe auch noch sehr viele Freunde in Frankfurt und im Verein natürlich auch Leute und darum freue ich mich sehr, eigentlich am Samstag wieder dort zu sein.